Hatten Sie hier am Brunnen eine Verabredung? Ja, um zu feiern. Wir haben eine Verabredung, glaube ich. Das denke ich nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Ich habe eine Verabredung mit Ihnen, nicht wahr? No. Dov'è la tua maschera? Hatten Sie hier am Brunnen eine Verabredung? Ja, um zu feiern. Hatten Sie hier am Brunnen eine Verabredung? Ja, um zu feiern. Wir haben eine Verabredung, glaube ich. Das denke ich nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Wir haben eine Verabredung, glaube ich. Das denke ich nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Ich habe eine Verabredung mit Ihnen, nicht wahr? No. Dov'è la tua maschera? Haben Sie jemanden gesehen, der AW sein könnte? Nein, niemanden. Aber wer weiß, was sich hinter den Masken und Kostümen verbirgt. Hatten Sie hier am Brunnen eine Verabredung? Ja, um zu feiern. Ich habe eine Verabredung mit Ihnen, nicht wahr? Nein, dov'è la tua maschera?
habe einen goldenen Schnurrbart gefunden. Ich habe eine Ver... No. Wenn niemand da ist, der mir helfen kann, stört es sie ja sicher nicht, wenn ich mir selbst helfe. Aziz Wadi. Das ist der einzige Name mit den Initialen AW. Spiacente, non ti ho sentito? Posso aiutarla? Verzeihung, aber ich spreche kein Italienisch. Sprechen Sie Englisch? Natürlich, Signora. Wie kann ich Sie stützen, ne? Was? Oh, ich habe eine Verabredung mit einem Ihrer Gäste. Wie lautet der Name? Ich habe einen Termin mit Mr. Aziz Wadi. Wissen Sie, ob er zugegen ist? Leider hat er heute Morgen das Hotel verlassen. Er schien es eilig zu haben, aber er hat für jemanden eine Karte hinterlassen. Sie sind... Ich bin Mrs. Ratchet. Signor Wadi hatte mich gebeten, die Nachricht an den Signore weiterzugeben. Aber ich nehme an, das wird in Ordnung sein.
Der Rezeptionist ist schon da. Warum sollte ich klingeln? Alors, Madame, war unser mysteriöser AW vor Ort? Nein, aber ich habe seinen Namen herausgefunden. Aziz Wadi. Und hier ist ein Brief, den er an Ratchet geschrieben hat. Es scheint eine Art Rätselreim zu sein. Mal sehen. Nun, Ratchet und Monsieur Wadi müssen dieses Buch lieben, so oft wie sie sich darauf beziehen. Ja. Ich denke, dass wir der Fährte folgen müssen, die diese Person für Ratchet hinterlassen hat, um sie zu finden. Das denke ich auch. Nach Ihnen, Mademoiselle Locke.
Hey, sieh da! Ich darf ihn nicht verlieren! Aus dem Weg! Zu viele Masken! Der Mörder könnte dort stehen und mich beobachten und mich auslachen. Der Mörder ist entwischt. Ich komme zurück. Aber es sieht so aus, als hätte er etwas fallen gelassen, als er über die erste Mauer geklettert ist. D'accord, ich sehe es mir mal an. Was mich betrifft, konnte ich leider nichts für das Opfer tun. Er war schon tot. Ich habe die italienischen Behörden bereits informiert. Und ich werde sehen, was ich finden kann, während ich auf sie warte. Eine Damenbrille. Plante Regid eine neue Identität? In dieser Tasche müssen sich schon mehrere 10.000 Dollar befinden. Ein Schlüsselbund. Falls Monsieur Wadi, so wie es aussieht, in Genf wohnt, dann könnte einer von diesen zu seinem Wohnort dort gehören. Verschiedene Kleidungsstücke in einem Koffer. Monsieur Wadi hatte offenbar geplant, die Stadt zu verlassen. Monsieur Wadis, Schweizer Pass. Ich werde mal sehen, ob ich im Internet einen Treffer finden kann, der seine Identität bestätigt. Denk nach, Poirot. Das kann nicht die Antwort sein. Das ist die richtige Antwort. Das Opfer wurde erstochen. Offenbar die Waffe der Wahl in dieser ganzen Angelegenheit.
Das Opfer wurde erstochen. Gefälschter Ausweis mit Ratchets Bild? Clark? Ratchet? Wie viele andere noch? Jetzt wird er auch noch zu Enrico Caldo. Es scheint, als hätte Ratchet seine Identität öfter gewechselt als seine Socken. Das scheint eine gute Spur zu sein. Es tut mir leid, dass ich den Verdächtigen nicht schnappen konnte, Monsieur Poirot. Es gibt keinen Grund, sich zu entschuldigen, Mademoiselle. Ihre Bemühungen waren fantastisch. Ich habe einige Informationen über Monsieur Wadi gefunden. Haben Sie auf die FBI-Datenbank zugegriffen? Keine Sorge, meine kleinen grauen Zellen waren ausreichend. Allerdings könnte die Datenbank die Herkunft dieser Banknoten bestätigen. Nicht nötig. Ich habe sie mit einbezogen, als ich die Ermittlungen fortgesetzt habe. Ausgezeichnet. Nein, das ist es nicht. Denk nach, Joanna.
Ich weiß auch ohne Monsieur Poirot. Shit. Ich habe einen Fehler gemacht. Nein, nein, Jo. Komm schon, Joanna. Nein, das komm schon, Jo. Shit. Ich weiß auch ohne. Nein, nein. Shit. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin eben doch eine verdammt gute Ermittlerin. Ausgezeichnete Ermittlungsarbeit. Geschafft! Anfängerfehler sind einfach nicht mein Ding. Monsieur Poirot! Das ist Teil des Lösegelds aus dem Fall Armstrong. Sie sind überrascht? Ich schätze nicht. Also hatte Ratchet es auf einem Konto bei der Banque du Lac. Es scheint so. Er wusste, dass die Seriennummern auf den Noten zurückverfolgt werden würden und er sie nicht ausgeben könnte. Also hat er sie ihr versteckt. Aber dann ging ihm das Geld aus. Damit konnte er nicht rechnen. Er hat gehofft, dass genügend Zeit vergangen ist, damit er das Lösegeld nun ausgeben kann. Ah, es gibt noch etwas, womit er nicht gerechnet hat. Und zwar? Er hat nicht mit Ihnen gerechnet, Ermittlerin Locke. Mit Ihnen und Ihrer Hartnäckigkeit. Danke. Aber wir haben es noch immer mit einem freilaufenden Mörder zu tun. Aber wir machen Fortschritte. Wir wissen, dass Monsieur Wadi einen Termin mit Ratchet hatte. Er hatte eine Tasche voller Geld und einen Reisepass mit Ratchets Foto, aber mit einem neuen Namen. Was halten Sie von dem Pass? Ich habe herausgefunden, dass er in Armenien wegen Handels mit gestohlener Kunst verhaftet wurde und eigentlich im Januar angeklagt werden sollte. Wieder einmal hat er seine Identität geändert und ist verschwunden. Sie haben recht, Mademoiselle. Er hat mir auch gesagt, dass er bedroht wurde. Und dieser Drohbrief in seinem Schlafabteil war echt. Er musste erneut verschwinden. Die Tasche ist nicht besonders groß. Er hätte mit Leichtigkeit damit davonlaufen können. Wenn er sie nicht mitgenommen hat, dann war es Absicht. Er war nicht an dem Geld interessiert. Wenn das Motiv nicht Geld ist, bleiben Leidenschaft oder Rache als Motive. Also, Ermittlerin Locke, was denken Sie? Leidenschaft oder Rache? Rache scheint mir ein offensichtliches Motiv zu sein. Der Mörder ist Wadi trotz dessen Vorkehrungen vom Brunnen zum neuen Treffpunkt gefolgt. Das ist kalt und berechnend. Hervorragend. Wir können noch nicht sicher sein, aber das ist eine solide psychologische Analyse. Wir haben eine Vorstellung vom Motiv. Es ist das gleiche Motiv wie jenes unserer 12 mutmaßlichen Mörder im Zug. Aber wir müssen noch immer herausfinden, wer unter der Maske steckte. Ich denke, dass Wadis Mörder auch Ratchets Mörder ist. Das Motiv beider Morde war Rache. Und beide stehen durch das Lösegeld mit dem Fall Armstrong in Verbindung. Exactement. Unser Mörder steht also mit dem Fall Armstrong in Verbindung. Das Geld steht mit dem Fall Armstrong in Verbindung. Aber diese Brille, die ich in der Tasche gefunden habe, sie muss auch etwas mit dem Fall zu tun haben. Moment, diese Brille sagt mir etwas. Dr. Konstantin? Ach, nein, das ist es nicht. Es ist eine Damenbrille und ich glaube, sie ist besonders. Irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Moment, ich weiß es. Ich habe sie schon mal gesehen. Sie gehörte Suzanne Moreau, dem Kindermädchen der kleinen Daisy. Ich erinnere mich daran, sie in ihrem Schlafzimmer gesehen zu haben. Aber an ihrem Todestag war die Brille plötzlich verschwunden. Ich erinnere mich, dass es in der Presse hieß, das Kindermädchen habe Selbstmord begangen. Ich habe das nie geglaubt. Und die Brille ist der Beweis, dass sie von Ratchet oder seinem Komplizen umgebracht wurde. Er hat die Brille mitgenommen. Ich hatte immer so ein Bauchgefühl. Aber jetzt, Monsieur Poirot, jetzt habe ich den Beweis, dass Suzanne unschuldig war. Ui. Das haben Sie. Aber was ich mich selbst frage, ist Folgendes. Warum hat Ratchet diese Brille behalten?
In meinen damaligen Ermittlungen habe ich bereits Daisys Haarspange in einem von Ratchets Verstecken gefunden. Und nun taucht Suzannes Brille in dieser Tasche auf, die ihm geliefert wurde. Zwei Objekte von zwei Opfern Ratchets. Er hat einen Gegenstand des Opfers als Erinnerung an den Mord behalten. Er war ein Mörder mit einem Fetisch. Ein Trophäenjäger. Okay, es ist uns gelungen, ein paar Fragen zu klären. Was jetzt? Die Tasche enthielt nur einen Bruchteil der Millionensumme Lösegeld im Fall Armstrong. Der Rest muss sich an einem sicheren Ort befinden. Ich gehe jede Wette mit Ihnen ein, dass es sich um die Banque du Lac in Genf handelt, Monsieur Wadis Arbeitsplatz. Wadi war auch der Hüter von Ratchets Geheimnissen. Sie wurden von demselben Mörder umgebracht. Einverstanden. Nun, es gibt hier nichts weiter zu tun, also auf die Polizei zu warten. Bereiten Sie sich auf einen langen Abend voller Befragungen vor. Wir werden eine Menge erklären müssen. Und danach? Vielleicht ein Besuch in Genf? Da sind Sie ja endlich. Ich habe mir Sorgen um Sie gemacht. Wir haben gerade die Polizeistation verlassen. Wir mussten der italienischen Polizei erklären, dass wir keine Mörder sind. Was? Ein weiterer Mord? Ich erzähle Ihnen alles, sobald wir unterwegs sind. Sind alle Passagiere und das Personal an Bord? Ja, sind alle ihr. Wir warten nur auf Sie. Hervorragend. Wir sollten keine Zeit vergeuden. Wir werden in Lausanne einen längeren Zwischenstopp als üblich einlegen müssen. Was? Wie lange? Lang genug, um ein paar Bankgeschäfte in Genf zu erledigen. Aber das ist Wahnsinn! Ein 13. Mörder von Ratchet? Mon ami, er war nicht besonders beliebt. Aber Monsieur Michel hätte gesehen, wenn jemand Ratchets Abteil betreten hätte. Und es gab noch 10 weitere Personen, die sich dort tummelten. Und darauf warteten, ihn zu erstechen. Wie hätten sie einen ungebetenen Mörder nicht bemerken können? Der 13. Mörder könnte gehandelt haben, als Michel auf dem Bahnsteig in Vinkovci geraucht hat. Aber selbst nachdem der Zug abgefahren ist, war Michel mehrmals in der Mordnacht nicht auf seinem Posten am Ende des Korridors. Ich muss wissen, wo er wirklich war und wann. Ui, er ist mit größter Sicherheit wieder zum Zug zurückgekehrt. Wie können Sie sich sicher sein? Es ist offensichtlich. Ich meine, ich hoffe, Monsieur Poirot sieht das auch so. Bitte fahren Sie fort, Ermittlerin Locke. Dies ist ein französischer Zug. Der Mord fand in Slowenien statt. Und die Leiche befindet sich in Italien. Die Zuständigkeit wird nicht geklärt sein, bis der Zug Paris erreicht. Der Mörder wird vermutlich zufrieden im Zug ausharren, bis wir Paris erreichen. Wo er dann verschwinden kann. Und das ist gewiss eine Möglichkeit, aber wir haben keinen Beweis. Während ich ihn verfolgt habe, ist er eindeutig in Richtung des Bahnhofs Venedig gerannt, wo der Orient-Express wartete. Gut möglich, aber das ist kein echter Beweis, Mademoiselle. Alle Passagiere und das Personal sind an Bord. Wenn der Mörder von Mr. Wadi in Venedig geblieben wäre, hätten wir sofort gemerkt, dass jemand fehlt. Und wir hätten die Behörden informieren können. Ich verspreche Ihnen, dass ich sichergestellt habe, dass alle an Bord sind, bevor wir losgefahren sind. Bug, beruhigen Sie sich. Mich beruhigen? Aber wir sind wieder da, wo wir angefangen haben, mon Dieu. Es gibt noch einen weiteren Mörder an Bord meines Zuges. Einen Augenblick. Kann ich meine Meinung über mein Urteil noch ändern? Können wir alle an die Polizei übergeben? Alle? Auch uns selbst? Was? Nein, ich...
Nein. Oh, es ist ein Albtraum. Treten wir mal einen Schritt zurück, mon ami. Beginnen wir damit, alle Geschworenen im Fall Ratchet auszuschließen. Haben mich nicht im Stich gelassen. Wenn wir die 12 Geschworenen ausschließen, verbleiben wir mit 7 zusätzlichen Verdächtigen. 7? Das ist immer noch zu viel. Ich stimme zu. Wir müssen die Liste eingrenzen. Verzeihen Sie meine Ungeduld, Poirot. Es ist, als sei mein wunderschöner Zug verflucht. Können Sie einen der 7 entlasten? Très bien. Buck hat hart gearbeitet, um mich an Bord des Zuges zu bringen. Er ist definitiv kein Verdächtiger. Fantastique. Mademoiselle Locke kann keine Verdächtige sein. Sie hat den Mörder von Monsieur Wadi verfolgt. No, 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 nicht gut. Es war doch hervorragend. Dr. Constantine hat mich auf die 13. Stichwunde aufmerksam gemacht. Er ist kein Verdächtiger. Meine kleinen grauen Zellen haben mich nicht im Stich gelassen. Es bleiben mir 4 Verdächtige, die ich nun genauer unter die Lupe nehmen muss. Mademoiselle Nielsen, Monsieur Maury, Monsieur Fauché und Gräfin Andrenier. Sie verdächtigen meine Mitarbeiter? Alle 3 haben in Venedig den Zug verlassen, um die Vorräte aufzustocken. Jeder von ihnen hätte sich unbemerkt davon schleichen können. Möglich, möglich. Aber was ist mit der Gräfin Andrenier? Sie haben sie doch selbst entlastet. Ich habe sie vom ersten Mord entlastet. Aber wir wissen wenig darüber, wo sie sich hier in Venedig aufhielt. Also müssen wir noch 4 Verdächtige befragen. Ermittlerin Locke? Ich kann sie nicht begleiten, Poirot. Mein Vorgesetzter hat in den Nachrichten etwas über den Fall und meine Beteiligung gesehen. Er verlangt eine Erklärung. Wenn ich meine Marke behalten will, muss ich ihn anrufen. Dann müssen Sie das unbedingt tun. Es tut mir leid. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Ich verstehe das. Ich werde den Anruf aus meinem Abteil tätigen. Wenn Sie nach mir suchen, werden Sie mich dort finden. Ich hasse es, das zu sagen, Poirot. Aber ich muss es tun. Es gibt natürlich einen weiteren Verdächtigen mit einem klaren Motiv für den Mord. Denken Sie an das Lösegeld. Sie meinen Ermittlerin Locke? Wen hat sie dann verfolgt? Wer hat Assis umgebracht? Wir haben den maskierten Mörder beide über der Leiche stehen sehen.